Ich mit meiner lustigen Melone, die Bella war schon im Main. Wartet mal, ich muss die Musik ausmachen. So, die Jungs spielen da eine Runde Fußball. Könnt ihr sehen? Der Max braucht eigentlich keinen Snapchat-Filter. Total lustig. So. Und wir gehen dann noch auf ein Abschiedsfest vom Fußball und danach wollten wir noch auf den Rummel. Habt ihr die Melone jetzt eigentlich gesehen? Da ist sie. Die lustige Melone. Ja, und wir gehen dann auch noch zum Bruder, lecker Pizza essen, weil der Max uns einiges zu erzählen hat. Deswegen hat er auch diese Blumen auf, diesen Blumenkranz auf. Ne, Max? Zeig, was du kannst. Ach so. Mit deinem Blumenkranz. Total lustig. Also er braucht definitiv keinen Snapchat-Filter. Ha, es ist frisch jetzt. Okay, also wir sehen uns später. Bella! Max, hast du Bella vermisst? Ja. Echt? Bis Gassi gehen hast du vermisst, oder? Ja, bis vorhin. Also gehen wir? Ja. Seid ihr bereit? Nee, der Max ist nicht so fit. Irgendwie habe ich das Gefühl. Max, was ist los? Hast du zu viel Party gemacht mit deinem Kranz? Der Max ist voll fertig. Die ganze Zeit Party. 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 So, komm Bella, wir gehen. Packen wir mal die Melone hier zusammen. Lecker. Max hat sich einen Tee bestellt, ne? Für den Hals. Und eine Suppe. Unglaublich. Hast du zu viel gesungen, Max, ne? Man sieht's hier. Bella schläft eine Runde. Bella! Bist du müde? Bist du müde? Wir warten gerade aufs Essen. Panzerotti mit Steinpilzen. Max, lasst es euch schmecken, Kinder. Danke. Und was kannst du dann hinzufügen? Ah, jetzt habe ich es nicht. Was denn? Warte. Ist doch schön. Ja. Ja, ich muss halt erstmal ein Update machen, Max. Mhm. Wenn du mit jemand anderem snappst, dann erkennt der es ein. Dann kannst du mit dem sein zusammen. Ja, aber dann sieht man ja, wo man ist, oder? Nein. Nicht? Ganz normal bei Snapchat. Links oben in der Tasche. Max, was machst du da? Ja? Was machst du da? Steht. Ach so. Erwischt. Was machst du mit unserem Grill da unten? Ja? Deko. Ach, als Deko. Okay. Du kannst den Grill so nicht aufmachen, ne? Ach, meine Hose. Max, die Wand. Ah, was? Lassie, was machst du? Ja, stimmt. Okay. Ah, es ist warm jetzt, das Wasser vom Pool. Ja. Aber kommt kein Gas mehr. Max, wer räumt es denn alles weg? Du räumst es dann alles weg, Max. Und ich beobachte dich von hier oben. Super, Lassie. Ja. Hast du viel geübt dafür, ne? Ja. Freust du dich schon, wenn Max seine Freunde jetzt kommen zum Grillen? Ja. Ja. Die machen bestimmt wieder Chaos, ey. Komm, wir gucken mal, was die da unten so machen. Ja. Da sind sie, die Kumpels von Max. Die grillen jetzt gleich, ne, Lassie? Ja. Komm, wir gehen mal rein. Ja, da hat es dann plötzlich angefangen zu regnen, ne, Max? Jackpot. Pipapo. Oh Mann.
Tragt ihr jetzt alles rein, oder? Nee, wir warten jetzt, bis es aufgeräumt hat und dann... Okay. So, schaut, der Mulex kommt hier auch zum Einsatz, weil die Gasflasche leer war. Oh, hier sieht's aus, Max. Machst du, tanzt oder was? Ich hatte den Jungs eigentlich ein leckeres Getränk gemacht. Schaut mal. Max, trägst du das noch rein? Der Postbote war gerade da und hat mir dieses wunderschöne Armband hier gebracht. Schaut mal, wie edel das aussieht in Rose Gold. Davon hatte ich euch schon berichtet und dieses hier wird an euch gehen. Und zwar starte ich da genau heute eine Verlosung auf Instagram. Also falls ihr Lust habt, das zu gewinnen, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Es ist sehr, sehr hochwertig und sehr edel. Hier ist auch noch ein Charm dabei gewesen. Schaut mal, wie süß das aussieht, so ein Einhorn. Und dann habe ich hier noch ein Paketchen von Mulex und zwar sind neue Töpfe angekommen. Ich bin super gespannt, da das diesmal Aluguss ist. Und ich habe das Ganze jetzt mal ausgepackt, weil es mich total interessiert hat, wie die aussehen. Ich bin nämlich immer völlig genervt. Ich habe nur Edelstahl und da siehst du halt echt jeden Wasserfleck drauf und das nervt mich. Und deshalb freue ich mich da jetzt drauf. Hier ist auch noch was drinnen und zwar sind das scheinbar so Topflappen, damit man sich nicht die Fingerlein verbrennt. Und ihr wisst ja, wie sehr ich meinen Mulex Kontaktgrill liebe. Ich verwende den ja tatsächlich fast tagtäglich. Wer mir auf Snapchat folgt, der weiß das auch. Und ich habe jetzt auch einen Rabattcode für euch. Und zwar könnt ihr 20% sparen auf die Mulex-Produkte. Und das finde ich richtig, richtig genial. Ich schreibe euch den Rabattcode jetzt mal hier hin, beziehungsweise schreibe euch den auch mal unten in die Infobox, da könnt ihr mal vorbeischauen. Und ich lese mir das jetzt alles durch. Ich werde euch dann auf jeden Fall berichten, wie ich die Töpfe so finde. Und hier ist übrigens auch die kleine, feine Bella. Ne, Bella? Da haben jetzt ganz viele gefragt, wie es denn der Bella geht, wegen ihrer Ohrenentzündung. Und da kann ich euch beruhigen, der Bella geht schon etwas besser. Die Medizin, die war richtig gut. Jetzt müssen wir halt weiter gucken, dass sie ihre Medizin bekommt. Und dann, ja, hat sie hoffentlich dann wieder ganz bald gesunde Ohren. Und jetzt klingelt es schon wieder an der Tür. Komm, Bella, wir gehen gucken, wer es ist. Na, komm. Da sind wir wieder. Guten Mittag. Der Lissandro ist jetzt eingeladen zu einem Geburtstag. Hier ist das Geburtstagsgeschenk. Und zwar hat der Leo Geburtstag. Die gehen dann bowlen. Da freut der Lessi sich schon, ne? Ja. Und gestern beim Grillen war es auch lustig. Also Max seine Party, seine Wiederkehrparty, kann man das so sagen? Ja. Weiß ich nicht, ne? Komisches Deutsch. Auf jeden Fall ist er ja von Lorette wieder zurückgekommen und hat seine ganzen Kumpels zum Grillen eingeladen. Und heute Morgen haben wir dann das ganze Chaos beseitigt. Und jetzt müssen wir uns beeilen, der Lessi ist auch gestochen worden. Ja. Ne? Von einer Biene? Oder war das eine Wespe? Ich weiß nicht. Ich glaube eine Wespe. Ich habe keine Ahnung. Aber wir holen jetzt noch was schnell in der Apotheke. Hier ist unsere Glasplatte, kann ich euch auch mal zeigen. Da ist die Glasplatte, ist angekommen, endlich. Von der habe ich euch ja erzählt, dass sie kaputt gegangen ist. Und jetzt müssen wir uns beeilen, der Luki muss nämlich jetzt zum Friseur. Ja, der hat jetzt einen Termin und ich bin schon wieder im Stress. Kommst du? Ja. Lassi macht wieder den Türsnap. 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 So, also, los geht's. Ich muss ja einen weiten Weg laufen. Ey. Ja, es ist Nachbarskind, ne? Müssen wir voll weit laufen jetzt. Oh, der Lassie humpelt sogar ein bisschen. Ja. Mein armer Schatz. Ich hatte noch Fenistil daheim. So, jetzt gehen wir schnell zum Leo. Und da sind wir auch schon da. Da sind wir auch schon da. So, okay, der Lissandro ist jetzt abgeliefert beim Geburtstag. Und der Luki, der steigt gerade ein. Da ist mein Luki. Jetzt geht's zum Friseur. Und der Luki, ja, ich bin schon total wirr. Der Luki, der freut sich auch schon auf seine neue Frisur, ne? Sie ist einfach zu heiß. Mit so vielen langen Haaren auf dem Kopf, ne? Was soll die Mama da sagen? Egal. Also, wir machen euch ein Vorher-Nachher-Video. Ja. Okay? Ja. Und dann will der Luki auf den Skaterplatz. Da ist auch schon sein Roller. Los geht's. Also, so sieht der Luki jetzt aus. Ganz schön viele Haare auf dem Kopf, ne? Schaut mal. Nicht gut für den Sommer, ne? Ganz schön viel abbekommen. Kann man ein Kissen draus machen, ey. Komm, Max, trag's alleine hoch. Du bist doch stark. Komm. Nee, danke. Okay, ich helfe dir, komm. Hoffentlich ist die jetzt überhaupt ganz, Max. Ich hab's nicht kontrolliert. Ich auch nicht, ich krieg's auch nicht. Kann ich ja auch schlecht kontrollieren. Mach's mal von hier oben auf, Schatz. So entlang. Ja, dann zieh so. Soll ich von der anderen Seite halten? Nicht schlecht. Wäre nicht schlecht, ne? Aber ich halte lieber die Kamera und beobachte dich. Ich bin so gemein. Max hat gerade geschimpft mit mir, hat gesagt, Mama, ich will doch keinen Brief aufmachen, weil ich ihm das Teil hier gegeben habe. So, okay, wir haben es jetzt aber geschafft. Ich habe ihm jetzt doch eine Schere gebracht. Okay, das ist jetzt die Glasscheibe.
So sieht's aus und die kommt jetzt auf diesen Tisch. Der Max macht das jetzt alleine. Nee, okay, ich helfe dir. Ja, Max, den Karton musst du aber auch noch entsorgen. Komm, wir werfen das hier rüber. Sollen wir das hier runterwerfen, Max? Komm! Da müssen wir es nicht die Treppe runtertragen. Ich mach das jetzt. Nee, das trifft nicht den Buchsbaum. Mach dir keine Sorgen. Okay, let's go. Ja, das nenne ich mal Zeitersparnis. Okay, ich glaube, das trifft doch den Buchsbaum. Mist. Nee, okay, ich bin vorsichtig. Oh, voll auf den Buchsbaum. Ja, Max, tut mir leid. Oh, der Max ist jetzt sauer. Das ist doch mein Gärtner, der Max. So, jetzt sieht der Tisch wieder schön aus. Jetzt können wir hier wieder essen. Das ging nämlich eine Zeit lang nicht, weil das dann so gewackelt hat. Und hier sind noch diese Dinger. Sollen wir die noch wegmachen, Max? Oh, wir lassen sie mal lieber dran, damit da nichts kaputt geht. Oder was meinst du? Bella, was meinst du? Wo gehst du hin? Ich glaube, die will rein. Ich habe mir gerade einen Melonensalat gemacht und schaut mal, irgendwie habe ich mir gerade überlegt, Mensch, also ich habe die Melone hier so abgeschnitten, ne, ein Drittel und habe das ausgehöhlt, mit diesem Teilchen hier, da mache ich mir immer so Kugeln und dann dachte ich mir, ach komm, das kannst du doch eigentlich so als Teller verwenden, oder? Habe ich mir einen Teller gespart, sieht irgendwie cool aus, vielleicht auch mal so für eine Grillparty, wenn man Gäste hat, hüllt man sich die Melone aus und dann packt man den Salat quasi wieder rein, man muss natürlich ein größeres Stück dann abschneiden. Ne? Wenn man Gäste hat, kann man jetzt nicht so ein bisschen nur präsentieren. Und ich habe dieses Teilchen hier, schaut, das habe ich euch auch auf Snapchat gezeigt. Und da mache ich mir dann so Kugeln draus. Naja, ich lasse es mir jetzt erstmal schmecken. Wollte es euch aber auch mal zeigen. Hallo meine Lieben, wir gehen jetzt gleich zum Beauty Press Day. Und zwar sind wir eingeladen worden hier nach Köln. Hier ist auch die hübsche Anna mit am Start. Ich verlinke euch mal ihren Instagram-Account unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Und hier steht, dass wir jetzt hoch müssen, ne? Ja. Köln Sky. Und es ist so ein cooler Ausblick. Ich bin auch schon total gespannt, welche Marken da sein werden. Ich glaube, es sind einige. Ja, oder? Ich glaube, 9 sind es. 9? Ja. Okay, dann schauen wir jetzt mal und sind gespannt, ja, was für Neuigkeiten es gibt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander, weil hier die Leute die ganze Zeit durchlaufen. Egal, ihr werdet es ja gleich sehen. Da ist auch schon unser Shuttle. Kleiner Scherz. Und es geht auch schon wieder zurück. Schön war's. Es ist jetzt kurz vor 5:30. Und ja, ich habe jetzt eine weite Heimreise. Leider, leider. Wir sehen uns dann zu Hause. Ja, danke. Aber du kannst einfach hier bekommen. Meine Lieben, ich bin wieder zurück vom Beauty Press Day. Das sind die Produkte, die ich jetzt für euch testen darf. Falls ihr jetzt hier im Überblick irgendwas seht, was euch besonders interessiert, irgendeine Marke, irgendein Produkt, dann schreibt mir es gerne in die Kommentare. Mir war es leider diesmal nicht möglich, alles einzufangen, schöne Eindrücke einzufangen mit der Kamera. Ich hatte euch das letzte Mal vom Beauty Press Day ein Video online gestellt. Da seht ihr alles, da seht ihr das Essen, die Location und so weiter und die Marken, die vertreten waren. Aber diesmal wie gesagt, ging es nicht, aber ich habe fleißig aufgepasst, was mir die Mitarbeiter so zu ihren Produkten sagen und kann euch das dann sehr, sehr gerne beantworten. Es war mit dabei wieder Dermasense, die waren das letzte Mal schon dabei. Die Marke, die kannte ich jetzt vorher noch nicht, die war jetzt für mich eben ganz neu, aber da bin ich sehr gespannt. Marbert war wieder mit dabei, ich liebe Marbert-Produkte, habe ich euch schon öfters erzählt. Dann war wieder dabei M-Asam, das ist ein Produkt, das verspricht sehr, sehr viel, da bin ich sehr gespannt, da werde ich euch auf jeden Fall drüber berichten, weil es ein so Forteffekt quasi ja, herbeiruft, ne, was Fältchen und Linien im Gesicht betrifft. Das ist natürlich was für mich. Dann war mit dabei Medipharma Cosmetics. Diese Marke hier zum Beispiel, die kannte ich auch nicht, aber das fand ich auch sehr schön und sehr interessant, deren Produkte. Dann hier, wie gesagt, M-Asam. Das habe ich euch auch schon öfters vorgestellt. Finde ich super, deren Produkte.
kann ich nichts Negatives sagen. Charlotte Menzen war mit dabei. Da habe ich noch überhaupt gar keine Produkte, aber ich habe jetzt heute Morgen mal dieses aufgetragen als Gesichtspflege, ne, mit Lichtschutzfaktor. Fand ich eigentlich ganz gute Idee. Dann war wieder vertreten Hollister, so wie das letzte Mal. Diese zwei Produkte wird es bei Müller ganz neu zu kaufen geben. Und diese Cappy hier, die habe ich für euch. Da wird es eine Verlosung immer am nächsten DM-Haul geben. Ja, ich werde euch da ein schönes Paketchen zusammen machen. Ich hoffe, ihr freut euch. Seba Med war wieder mit dabei. Da habe ich euch auch schon des Öfteren Produkte gezeigt, die ich mir beim DM gekauft habe. Und dann war wieder mit dabei Shabens oder Schabens. Die Barbara war auch da. Ich habe diesmal kein Bild mit ihr gemacht, so wie das letzte Mal. Ich wollte sie nicht stören, aber es war richtig schön. Und ja, also wie gesagt, lasst mich gerne wissen, wenn euch hierzu irgendwas interessiert. Und dann berichte ich euch sehr, sehr gerne darüber.